And friends just can't be found. Für mich bist du eine der 10 besten Sängerinnen Deutschlands. Und danke, ich darf mit dir singen. Schön. Why do birds? Dreh dich einmal um, schau in ihr Gesicht. Anscheinend waren ja alle informiert, nur ich nicht. Im Vergleich zu heute, wie sehr hat sich Deutschland sucht den Superstar für dich verändert? Singst du denn die richtige Melodie? Ja, natürlich. Aha. Ich versuch's. Mausejule. Mausejule. Willkommen zu Nico die Web Talk Show. Ich hoffe, dir geht's gut. Kanal abonnieren nicht vergessen. Mein heutiger Gast ist Juliette Schoppmann. Schöner klingt's, wenn man's dreistimmig macht. Shoppi. 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 Das war nix. Shoppi, Shoppi, Shoppi. So wollen wir's okay, machen. Okay. Shoppi. Shoppi. Shoppi, Shoppi, Shoppi. Mega. Was bei ihm? Ganz yes. Alleine dreistimmig. War das falsch? Nee, war genau richtig. Ja? Ja. Guck mal. Dann geht's jetzt wirklich los mit Nico die Web Talk Show. Ding, ding, ding. Juliette. Nico. Ich freue mich so, dass du da bist. Ich freue mich auch. In meiner Generation kennt dich natürlich jeder. Du warst Platz 2 in der allerersten Deutschlands sucht den Superstar-Staffel und meiner Meinung nach die klare Gewinnerin. Was für eine Stimme. Dankeschön. Was für eine Stimme. Also ich weiß, das hörst du oft und damals bestimmt mehrmals am Tag. Und ich freue mich, dass du jetzt wieder da bist. Du bist bei DSDS unterwegs als Vocal Coach. Ja. Wie kam es dazu? Ich gab gerade einen Workshop, das weiß ich noch. 22. Januar, werde ich nicht vergessen. Und bin schon beim Abbau, es ist abends und ich sehe einen Anruf in Abwesenheit und ich sehe eine SMS. Der Dieter. Und genau das war's. Echt? Ich sehe eine Nachricht, also erst eine Nummer, die ich nicht kannte, die nicht eingespeichert war natürlich, klar, hast du nicht. Gut, dann kriegst du irgendwann eine Nachricht, hallo, wenn du 5 Minuten hast, ruf, oder wenn du kurz Ruhe hast, ruf mich doch bitte zurück, liebe Grüße, Dieter. Und du sitzt dann und sagst, ja, genau. Ich natürlich in meiner Art, wie ich halt bin, dachte, wer verarscht mich von meinen Freunden, wer hat jetzt die Nummer gewechselt und schreibt zurück, haha, sehr witzig. Mit wem habe ich denn wirklich das Vergnügen? Und dann war es tatsächlich und lachte sich natürlich tot, weil er auch gedacht hat, die Alte wieder. Und er wollte mich aber bei seiner Show dabei haben, bei Dieters Megashow, so über seine 30 Milliarden Hits und dies und das und jenes. Und ich war ganz aufgeregt und hatte das erste Mal die Gelegenheit, erstmal ihn nach 100 gefühlten Jahren, also nach 15 Jahren, dann wiederzusehen und wieder mit ihm ins Studio zu gehen. Ich dachte, ich drehe durch. Das war wirklich Memory. Als wir im Studio waren, hat er mich gefragt, ob ich grundsätzlich Interesse hätte, Vocal Coach zu sein bei DSDS. Und ich so, was ist das denn für eine Frage? Natürlich nicht. Ich würde ausrasten und ich... Ich würde ausflippen, ich würde es lieben. Na klar, na klar, na klar. Eine Sekunde später sitze ich in der Sendung gefühlt und er sagt, ja, und übrigens, Juliette ist unser neuer Vocal-Coach. Ich so, Und bei RTL alle so? Du, ganz ehrlich, anscheinend waren ja alle informiert, nur ich nicht. Ich habe einfach wirklich, ohne Witz, da hat mich aber alles verlassen. Ne? Ich habe wie ein Kleinkind da gesessen, habe Geräusche gemacht, richtig gequiekt, voll wie eine Verrückte. Ja, war Wahnsinn, war vorbei. Ausgerastet vor Freude, war vorbei. Aber du kommst ja auch nicht völlig aus der Kalten, du bist ja auch Vocal Coach. Ja, ich bin Vocal Coach ein bisschen überall. Ich bin in Köln, in der Music Academy Köln Süd, Dozentin. Dann sind jetzt als tolles on top DSDS und das Supertalent dazugekommen. Und was mir auch Riesenspaß macht, ist natürlich Künstler vorbereiten auf Tourneen. Oder tatsächlich Künstler begleiten auf Tournee, weil das tatsächlich doch ein bisschen krasser ist, als die meisten sich das vorstellen. Die meisten Leute haben ja irgendwie im Kopf, mega, abends wird gefeiert und Party gemacht und dann geht's rund. Ist halt so gar nicht so. Ist Arbeit, ne? Sehr, hört man. Sehr, sehr viel Arbeit. Und gerade Menschen, die wirklich viel stimmlich leisten müssen, die müssen extrem diszipliniert sein. Und das ist leichter, wenn jemand dabei ist, der mit denen das quasi durchlebt. Wir werden jetzt gegeneinander singen. Oh. Gott. Nee, das wird für mich die Herausforderung. Ach, für mich bist du eine der 10 besten Sängerinnen Deutschlands. Und danke, ich darf mit dir singen. Schön. Jetzt bei Killer A Cappella Karaoke. Killer A Cappella, ey. Wie sich das anhört. Wir spielen Killer A Cappella Karaoke mit Juliette Schoppmann. Ich werde irre, dass du hier bist. Ich hab Angst. Brauchst du gar nicht.
Die Spielregeln sind relativ einfach. Wir singen a cappella, das heißt, du singst und ich mache etwas, das manchmal so ähnlich klingt. Wenn du weißt, wie der Sänger oder die Sängerin heißt, wie der Song heißt oder weiter singen kannst, bekommst du einen Punkt, wenn nicht, nicht. Wir spielen bis 5 Punkte und unsere Kategorie ist Hits der 70er Jahre. Möchtest du anfangen oder soll ich? Fang an. So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Ja, kann man auch so sehen. Entschuldige bitte. Ich habe gerade gedacht, das wird nichts. Was zur Hölle soll das sein? Da ist eine ordentliche Spur Nina Hagen mit drin bei dir, Juliette. Danke, ich bedanke mich. 1-0 für Juliette, du bist. Well, you can't tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud and the wind been warm. I've been kicked around since I was born. But now it's all right and it's okay. And you may look the other way. We can dance, weil da kann ich nicht. Aber ich hab den Punkt ja schon. Bereit? Singst du denn die richtige Melodie? Ja, natürlich. Aha. Ich versuch's. But today I can't believe it's true. When you smiled and whispered I love you. Darling, I could see I was meant to be your girl. Gerade planlos, komplett. Aber I am just a girl. Es steht weiterhin 1-1. Memories light the corners of my mind. Heißt der Song nicht Memories? Misty watercolor memories of la 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 la. Take it away! Ich weiß es nicht. Was würde dann, ja, sorry, was würde dann kommen? Or has time rewritten every line? Wie kann es nur sein, dass du das nicht kennst? If we had to do it all again, tell me. Ach so schön. Would we, could we, the way we were, Barbara Streisand. Ja, oh my God. Ich dachte, das ist der Selbstabholer. Jetzt wäre ich eigentlich auch drauf gekommen. Schade. Sie trinkt in Nachtclubs immer Sekt. Korrekt. Und hat hier alle Männer abgecheckt. Im Scheinwerferlicht ihr junges Lächeln strahlt. Sie sieht gut aus und Schönheit wird bezahlt. Hilfe. Kraftwerk, das Model. What? Es steht weiterhin 1-1, du bist. You and I must make a pact. We must bring salvation back where there is love. I'll be there. Yes! Ich hab einen Punkt. Geil. Es steht 2-1 für mich. Sehr gut. But February made me shiver with every paper I deliver. But something touched me deep inside the day. The music died. Oh my God, wunderschön. Bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And good old boys were drinking whiskey and rye. Singing, this will be the day that I die. Oh, wie schön. Mit Juliette Schopmann gesungen. But now that we've come to the end of our rainbow, there's something I must say out loud. You're fuck. Once. Twice. 3 times a lady. Lionel Richie. Na, die Commodores da noch. Ja. I got chills. They're multiplying. And I'm losing control. Cause the power you're supplying, it's electrifying. You better shape up. Ooh, ooh, ooh. When tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Ich fang gleich an zu heulen, ist das schön. Mach das. When times get rough. And friends just can't be found like keine. A bridge over trouble.
keinen Punkt für mich geholt. Sailors fighting in the dance hall. Oh man, wonder if he'll ever know. He's in the best-selling show. Is there? Live on Mars. Oh. David Bowie. Ja. 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 Und ja. Nochmals ja. Das war nicht in meinem Schädel drin. Weiter, du bist. Why do birds suddenly appear? Every time you are near. Just like me, they long to be close to you. Ja. Wunderbar. The Carpenters. Läuft bei dir. Wenn du dir sagst, alles ist vorbei. Tränen lügen nicht. Ja, okay, du wolltest wohl nicht mit mir singen. Entschuldige doch, sing weiter. Ich bin nur das erste Mal begeistert, dass ich was Deutsches erkenne. Ich bin so schlecht darin. Weiter geht's. Wenn du nicht glaubst, sie ist immer treu. Dreh dich einmal um, schau in ihr Gesicht. Und du wirst sehen. Tränen lügen nicht. Ah. Sehr gut. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Yay! Oh, ich muss mich drücken. Im Vergleich zu heute, wie sehr hat sich Deutschland sucht den Superstar für dich verändert? Es ist schwierig zu erklären, weil wir waren damals, wir sind ja sowas von alle, das gesamte Team, so einfach mal ins kalte Wasser geschmissen worden. Viel Spaß. Ja, und dann ist das uns ja allen um die Ohren explodiert. Ähnlich wie Big Brother auch, wenig davor. Ne? Das war ja auch irre. Ja, wahrscheinlich das gleiche Gefühl, dass man denkt, was zur Hölle passiert hier eigentlich gerade? Also wenn du Anrufe kriegst oder vielmehr Mailbox-Nachrichten abhörst, wo es dann heißt, du weißt, Schatz, wir lieben dich, aber wenn wir deine Mug noch irgendwo auf irgendeinem Cover oder sonst was sehen müssen, dann rasten wir aus, was wir selbst ja gar nicht mitbekommen hatten. Wir wussten zwar, okay, 30 Milliarden Shootings hintereinander, wir flogen ja 2-3 Mal am Tag, wir waren ja nur unterwegs, aber du realisierst das einfach nicht. Genauso wie dieses Kameras sind zwar da, aber man vergisst die tatsächlich irgendwann. Oder man hat die Assoziation zumindest nicht. Kamera bedeutet, es wird ausgestrahlt. Gar nicht. Weil, wie gesagt, erstes Mal, da weiß man das einfach nicht. Gibt es irgendwas, was du bereust aus der Zeit von damals? Ich bereue grundsätzlich nichts. Sagen wir mal, dass du zum Beispiel den Spitznamen einer Freundin benutzt hast. Nein. Mausejule. Was ich bereue, das gibt eine Sache, die ich bereue. Es ist wirklich so, nicht dreister gewesen zu sein. Hätte, als damals dieses Missverständnis zwischen Dieter und mir war, mir von irgendwoher die Nummer organisieren müssen und hätte sagen müssen, was ist hier los? Zumindest sagen, wenn wir auch nicht wissen, wer da was erzählt hat, aber zumindest hätte ich sagen können, pass mal auf, ich habe damit nichts zu tun. Punkt. Das bereue ich. Für die, die nicht wissen, worum es geht, damals die Single von Yvonne Katterfeld Für dich sollte für dich geschrieben worden sein oder für Yvonne. Es war verwirrend für dich, für mich, für uns. Irgendwann war es auch dann Gott sei Dank vom Tisch und das Leben ging einfach weiter. Ja. Wie sieht's denn aus? Überhaupt noch Kontakt zu den Legendenmenschen von damals? Alexander Klavs, Daniel Kübelberg, Judith Grazia? Wir sind immer, wenn wir uns sehen, extrem glücklich. Wir haben auch eine eigene Facebook-Gruppe, wo wir nur untereinander schreiben, also unsere privaten Profile, die halt keine. Geil. Und da wird sich halt ausgetauscht und Alex zum Beispiel habe ich ja gesehen, eben bei der Mega-Show war er ja auch dabei. Da hat sich auch nichts geändert. Doch, es ändert sich eine Sache, er zeigt dann Babyfotos. Da merkst du halt 15 Jahre später, ne? Wahnsinn. Bist du noch musikalisch aktiv, sag mal? Ich mache immer noch Herzensprojekte. Nur das, wo ich wirklich entweder eine Freundschaft dahinter steht oder wo ich wirklich sage, ach toll, ja, komm, lass mal machen. Haben wir jetzt auch mit einem gemeinsamen Freund von uns beiden, mit Patrick. Genau, du bist bei Patrick Scott, yes, auf dem Album. Yes, yes, yes. Patrick hat mich angeschrieben und dann ging das eigentlich rucki-zucki und wir verstehen uns einfach sehr, sehr gut. Und dann war es schon geschehen. Ich durfte schon mal reinhören, es klingt sehr, sehr gut. Ja, wir hatten viel Spaß. Das glaube ich. Juliette, du bist ein sehr lebensfroher Mensch und ich hoffe, dass wir dich noch viel im Fernsehen sehen, aber auch viel mehr auch wieder hören werden. Vielen Dank für das Interview. Danke dir. Das war sie, die Sendung mit dir, Juliette. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das kann ich nur zurückgeben. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Chance. Du darfst in diese Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Kanal abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Mir fällt gerade spontan nichts ein. Ding Dong, die Hexe ist tot und sie ist kein Boot. Tschüss.